Guck mal, ich habe gerade ein Bild von meinem Essen auf Instagram hochgeladen. Ihr müsst mir jetzt alle folgen und das Bild liken. Und wenn das Bild 4000 Likes bekommt, dann mache ich noch ein Bild von meinem Erbrochenen danach. Klingt das nicht geil? Abonniert meinen Kanal, liked mein Bild. Spaß beiseite. Nein, ernsthaft, folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Sonst kriege ich nämlich ein Problem. Was Psychisches. Wir stehen nämlich permanent unter Druck. Den Druck, uns mit anderen Menschen zu vergleichen, sobald wir das Frühstücksfernsehen anschalten oder aus der Haustür treten. Der da hat ein größeres Auto, die besseren Schuhe, die hübschere Freundin, obwohl das kann nicht stimmen, die habe ja schon ich, und den längeren Schwanz, wobei das auch sehr alt, lassen wir das. In hunderttausenden Blogposts liest man, wie man endlich aufhört, sich mit anderen zu vergleichen. Dass man sich davon frei machen soll, dass man im Grunde alle Probleme nur darin findet, dass man sich mit allen Leuten immer vergleichen muss. Ein riesiges Problem für die psychische Gesundheit ist wohl Instagram. Auch das liest man in den meisten dieser Blogs, da der permanente Vergleich mit anderen krank macht. Man betrachtet deren Leben, das perfekte Leben einer Scheinwelt, und wird in die Realität der eigenen Existenz zurückgeschleudert, wird sich bewusst, wie schlecht doch das eigene Leben ist. Also, naja, was sollen wir tun? Instagram löschen? Instagram selbst hat sich jetzt dazu entschlossen, zumindest zu testen, was passieren würde, wenn User die Like-Zahlen der Postings gar nicht mehr sehen können. Das Ziel? Keine unangenehmen Vergleiche mehr. Und wir können alle wieder in Ruhe schlafen. Also was nun? Sollen wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen? Macht uns das glücklicher? Nein! Nein, Leute, denn hier schleicht sich ein absolut falscher Gedanke ein. Wir brauchen den Vergleich, um überhaupt zu wissen, wer wir eigentlich sind und wo wir eigentlich stehen. Der US-amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger begründete die Theorie des sozialen Vergleichs. Demnach gewinnen Menschen durch den Vergleich mit anderen wertvolle Informationen über sich selbst, also überhaupt sich verorten zu können im Leben. Aber dieser Vergleich, der sollte wie folgt ablaufen. Man sollte sich mit Menschen aus drei Kategorien vergleichen. Menschen, denen es genauso geht wie einem selbst, damit es realistisch einschätzbar sein kann, wo man steht. Menschen, denen es schlecht geht, damit man sein Selbstwertgefühl so ein bisschen pushen kann. Und dann der aufwärtsgerichtete soziale Vergleich, damit man seinen Ehrgeiz boosten und die eigenen Potenziale besser ausschöpfen kann. Also um sich so ein bisschen auf Trab zu bringen, sich zu zeigen, es geht mir gar nicht so schlecht, aber es gibt noch viel mehr. Und wir haben ein grundlegendes Problem. Wir tendieren dazu, uns nur mit den Schönen und den Reichen zu vergleichen. Ich leide da selber enorm drunter, ja, mach ich mir nichts vor, weil ich mich ständig im Combat-Modus auf Social Media irgendwie behaupten muss. Und Instagram verleitet natürlich dazu, weil es auf dieser Plattform nun mal um schöne Dinge geht. Und nicht um soziales Elend. Wer postet denn Bilder von sozialem Elend? Der aufwärtsgerichtete soziale Vergleich ist so alt wie die Menschheit und Instagram hat ihn weder erfunden, noch wird er nach Instagram irgendwie verschwunden sein. Bin ich erkältet. Der Konsument muss nur lernen, auch die anderen Bereiche des Lebens zu betrachten. Aber das ist nicht so einfach, denn das erfordert Reflektiertheit und den Willen, an sich selbst zu arbeiten. Hier mal ein wichtiger, essentieller Hinweis. Der Vergleich mit anderen hat nur dann eine negative Wirkung, wenn du dich an den falschen Werten orientierst und diese für dich nachteilig interpretierst. Ein Vergleich mit anderen, der sollte bei dir weder Neid, Missgunst noch Schuldgefühle oder Minderwertigkeitskomplexe, aber auch keine Überheblichkeit oder falschen Stolz auslösen sollte. Wenn du allerdings auf den Vergleich mit anderen mit ehrlicher Anerkennung und tiefer Zufriedenheit reagierst, kannst du nur profitieren. Ja, also ein bisschen Bescheidenheit und ein bisschen realistischer in der Einschätzung. Die Likes von Instagram zu entfernen, ist aber was anderes. Es ist nämlich vergleichbar mit dem Anspruch, dass jeder aufs Gymnasium gehen kann. Es hilft doch nicht, jedem jegliche Hürde zu nehmen und zu erwarten, dass dabei bessere Ergebnisse erzielt werden. Man braucht doch das Rüstzeug, mit diesem Problem sich auseinandersetzen zu können. Aber das passt wiederum zu unserer Zeit, in der es darum geht, die Schuld beim System und nicht beim Menschen selbst zu suchen. Ja, auch ich denke, dass es ein Problem mit diesen ganzen Fake-Influencern gibt. Das Problem ist aber doch ein ganz anderes. Fake-Influencer erkennt man meistens an den Likes, ja, und nicht an den Abonnenten. Nimmt man von einem Bild die Likes weg, dann sieht man nur noch die Abonnentenzahl und die ist sehr schnell und sehr einfach zusammengekauft. Also bitte Instagram und Co., verarscht uns doch bitte nicht bei der Frage, was eure eigentlichen Motive sind. Die sind nämlich schon wieder ganz andere. Ich sehe das alles als sehr nachteilig für uns als Influencer an.
zum Dasein des Influencers gehört es ja, dass er seine Bedeutung irgendwie zeigen kann. Ja, und klar gibt es da draußen genug, die nicht hart für ihren Status gearbeitet haben. Aber auch andere wie mich zum Beispiel, die jahrelang kontinuierlich nichts anderes gemacht haben, als sich langsam hochzuarbeiten. Und denen wird mit einem Schlag gesagt, dass das alles, was sie die letzten Jahre gemacht haben, gar nichts wert war. Und die verwackelten Schnappschüsse vom kleinen Bruder der Nachbarskatze jetzt genauso gut sind, wie die Inhalte von Leuten, die stundenlang Shootings durchführen, Motivideen entwickeln, bearbeiten und da wirklich über Jahre eine professionelle und durchdachte Arbeitsroutine entwickelt haben und vor allen Dingen zigtausend Euro auch in die Technik gesteckt haben, dass das jetzt quasi auf demselben Level sein soll. Der Punkt, dass die meisten Leute nun keinen psychischen Druck mehr bekommen, wenn sie etwas posten, ist jetzt nicht verkehrt, ich kann es nicht einschätzen, aber absolut kurzschrittig, weil es ja nicht die Ursache dieses Problems kuriert, sondern nur das Symptom. Und darüber hinaus ist es nicht der Grund, dass das jetzt passiert. Dann, was diese Firma interessiert, ob es nun Likes bei Facebook sind oder Likes bei Instagram, ist, die Leute dazu zu bringen, mehr zu posten, mehr Zeit dazu verbringen, mehr. Ja, und noch viel besser dadurch, dass die Aggregatoren von Reichweite nicht mehr oder ja, also ruhig gestellt werden und deren Wachstum vermutlich gar nicht mehr vonstatten gehen kann, können sie Brands dazu zwingen, endlich mehr Geld an sie selbst zu überweisen, ja, damit da noch was passiert mit Reichweite. Diese Entwicklung haben wir bei Facebook gesehen. Ohne Geld kommt man da nirgends mehr hin. Das ist meines Erachtens auch ein Grund, warum sich diese Plattform selbst hingerichtet hat. Weil einfach alle, die Content nur für diese Seite produziert haben, mehr und mehr abgewandert sind. Denn am Ende bleibt auf diesen Social-Media-Plattformen nichts anderes als gelangweilte Mit-40er, die ihren unverdauten Content-Abfall ungefragt in die Welt pusten. Leute, ihr müsst euch das mal angucken. Qualität muss sich auszahlen. Ja? Aber wenn die Plattformen das gezielt abtöten, was sie erfolgreich gemacht hat, und man denkt, dass man unbedingt in Richtung von Portalen wie Snapchat abdriften muss, dann wird man sich bald umschauen, wo die Nutzer bleiben. Ja? Denn Instagram zum Beispiel war schon immer nichts anderes als so ein Show-Off. Und kein Connecte-Dich-mit-deinen-nächsten-Freunden-Plattform-Ding. Ja, ich bin bislang eigentlich ein großer Freund von Instagram gewesen. Das war mein Tagebuch, verbunden mit dem Effekt, dass man sich mit diesen Inhalten ja eine sehr direkte Interaktion mit dem Publikum aufbauen konnte. Das ist jetzt, weiß nicht, ob das langfristig noch möglich ist. Ich finde das sehr schade. Ich habe das wirklich genossen. Was haltet ihr denn von Instagram und dessen Effekt auf uns und unsere Psyche? Wie sollten wir damit umgehen? Und ist der Schritt gut und richtig, jetzt die Likes abzuschaffen? Schreibt es mir dort unten in die Kommentare und folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Instagram.